Ja, Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir mal wieder in unserer schönen Halle und hier auf dem Anhänger, wie ihr es vielleicht schon seht, eine schöne Forstseilwinde. Wir haben ja im letzten Video wieder mit unserem Pharma 2 die Stämme gerückt und da habe ich ja direkt gesagt, wir müssen eine kaufen. Hier ist sie, eine Typhoon EGV 35A, 3,5 Tonnen Zugkraft, 4,4 Tonnen Bremskraft. Und das sollte für unsere Zwecke reichen. Also wie wir vorhin schon gehört haben vom Händler, reicht es auf jeden Fall, um den Fendt einmal über den Überrollbügel umzuschlagen. Also für unsere Zwecke hängt der Fendt auf jeden Fall im Baum. Da reichen 3,5 Tonnen voll aus. Dazu haben wir noch eine Zapfwelle, auch direkt flatschneu. Ist zwar noch ziemlich lang, weil wir brauchen hier nicht, am Unimo haben wir ja eine Banane. Und Fendt ist auch nicht so lang. Ja, hier muss auf jeden Fall was gut sein. Dann haben wir hier noch die Frostketten, uns direkt eine dazu geholt. Die kann man hier schön in die Winde einhaken, um die Bäume zu rücken. Und dazu noch direkt einen Gleithaken, der kommt an das Seil dran. Und da können wir die Ketten dann auch direkt einklipsen. So, hallo Freunde, ich bin heute auch mal wieder dabei. Wir werden jetzt mal unseren Fendt Pharma 2 starten und versuchen mit dem Frontlader unsere neue Winde runterzunehmen. Typhoon 35A wiegt so 300 Kilo circa mit dem 10 mm Seil. Und die werden wir jetzt erstmal eben abladen und dann werden wir mal schauen, wie wir sie nächste Tage einsetzen. Das werden wir euch natürlich zeigen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig am Anfang damit anfangen, sonst ist der Baum noch immer da und der Fendt hängt dann kopfüber vielleicht im Baum rein, weil der Baum doch zu schwer war. Wir tasten uns langsam ran, aber wir werden jetzt erstmal gucken bei der Kälte, dass unser Fendt Pharma 2 anläuft. Das heißt, Fendt immer lang glühen. Wir sprechen hier von mehreren Minuten und dann wird das schon klappen. So Freunde, Schlupf ist jetzt drum und jetzt werden wir mal gucken, dass wir die Winde da runter kriegen. Sollte ja für den Fendt kein Problem sein. Höchstens noch mit der Höhe, dass wir nicht mit dem Frontlader so hoch kommen.
Seitenwinde haben wir jetzt abgeladen. Gelenkwelle liegt da vorne auch schon. Ich würde sagen, wir hängen jetzt mal an und dann erklären wir mal ein bisschen was. Oder wir erklären erstmal hier ein paar Züge, wo wir nachher nicht mehr so gut drauf gucken können. Also, wir haben jetzt zwei Hebel. Die gehen hier über die Seilzüge. Einmal weiß, einmal schwarz. Da haben wir einmal eine Bremse und eine Kupplung. Kann ich hier einfach 5 Meter wegstehen und dann kann ich hier Kupplung für die Bremse ziehen. Und dann raste die Bremse auch ein, Kupplung wieder ziehen, geht alles wieder los. Und zwar, sobald wir an dem schwarzen Seil ziehen, fängt die an, wieder aufzurollen. Und Bremse ist ganz klar, sobald die Bremse ein ist, dann bremst halt das Seil. Und wir müssen die mal einmal rausmachen, sonst können wir hier vorne nicht unser Seil rausziehen. So, was haben wir hier hinten noch? Ja, hier haben wir ganz normal Ablage für den Lenkwelle, ist arretiert. Können wir hier einmal hochmachen, einrasten. Ist ganz klar. Hier kommt natürlich unsere Gelenkwelle nachher drauf. Hier ist alles mit Kupplung und so hinter zum Einstellen. Das müssen wir aber erstmal nicht, die ist ja neu gekauft. Motorsägenhalter haben wir hier. Ja, hier ist noch unser gutes Zugmaul. Das können wir hier die Bolzen rausziehen und dann können wir es auf der anderen Seite einhängen, zeige ich euch aber auch gleich. Und das war es eigentlich schon von der Seite hier. Hier haben wir schon unsere guten Rückekette auf da. Und dann würde ich sagen, hängen wir mal an und dann zeigen wir euch nochmal was mehr von der Linde. Seilwinde ist am Pharma 2 dran. Ist schon ganz schön groß geworden hinter einem kleinen Fan. Aber jetzt ist es schon mal dran. Zapfwelle ist auch dran. Wir haben ja auch mehrere Zapfwellen über. Zapfwellen satt jetzt. So, hier habe ich noch von uns eine schöne Axt geholt. Hier in unseren Seppi und Axthalter rein. Fertig, fest. Können wir mit durch den Feldweg fahren. Alles, die bleibt da drin. So, jetzt zeigen wir euch hier nochmal was. Aber hier haben wir natürlich unser Seil, ist ja ganz klar. Jetzt können wir nichts ziehen, weil die Bremse natürlich drauf ist. Da haben wir eine Bremskraft von 4,4 Tonnen. Heißt, wenn der Baum in die falsche Richtung fällt, haben wir auch so gehört, kommt der Fan ganz schön schnell hinterher. Deswegen steht hier immer irgendein an der Winde und kann im Notfall am Bremsseil ziehen, damit die Bremse gelöst wird und der Baum dahin fallen kann, wo er hin will. Ja, hier haben wir ja noch unsere Öse für die Ketten. Die kommt hier noch mit auf das Seil drauf. Können wir die immer verschieben, die Gleitöse, und dann über die Kette einhaken, die Rückekette, je nachdem wie Bedarf entsteht. Oder wir können hier auch die Rückeketten hier einhaken. Ja. Also ich finde ein ganz schönes Gespann hinterm Pharma 2. Wir können ja mal eben schauen. Ich zeige euch jetzt mal, wie unser Zuchtmaul hier angebaut wird. So, hier haben wir unser Zuchtmaul. Hier haben wir einmal die Bolzen direkt doppelt, da ist wieder so ein Unterschied wie bei Fendt und jedem anderen Trecker. Es sind Kleinigkeiten, die das ausmachen. Dann gehen wir hier an unseren Punkt dran und schieben einfach diese zwei Löcher drin, ungefähr drüber. Ein bisschen gucken, dass die da durchgehen. Splint noch durch, ist auch direkt ein doppelter Splint, also wie gesagt, das sind immer so Kleinigkeiten,
die uns den Alltag erleichtern. Und schon haben wir ein Zuchtmaul dran und können da schön unseren Gummiwagen richtig voll mit Holz hinterhängen. Also das ist schon eine feine Sache. Für einen kleinen Taler mehr kriegt er noch ein Zuchtmaul. Ja, dann haben wir hier noch unsere untere Seillaufrolle. Kann ich hier schön auf den Druck noch klicken. Den ganzen Rahmen hier wegklappen und schon könnte ich jetzt theoretisch mein Seil nehmen. Habe ich jetzt zu kurz, kann es hier durchführen. Und dann habe ich hier ja natürlich eine andere, ganz andere Kraftverteilung. Ich sag mal so, hier oben geht das ja schon enorm auf den Oberlenker. Da muss schon einen dicken Oberlenker haben, wenn du richtig am Rücken bist. Und hier unten ist das natürlich wieder eine Verlagerung. Hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie sich der Trecker in den Boden reinzieht, also das Röckeschild. Aber ich würde mal sagen, wir schauen dann mal, wie das am Samstag so ist, wenn wir wieder in den Forst gehen. Dann werden wir auf jeden Fall für euch wieder filmen. Und wenn ihr auch sehen wollt, wie unser Fendt überall Bügel auf dem Boden liegt, einmal komplett durchgedreht, oben im Baum hängt, was weiß ich, dann vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür, die schöne Seilwinde. Ist jetzt nichts gesponsert, ist alles ja von eigenem Geld bezahlt. Ja, also, dann sehen wir uns. Wir sind mit unserer Winde dran, klappt top. Also wir sind so stark mit der Winde. Ich habe hier einen Keil reingeschnitten, Freunde. Und mein Kollege, der Experte, der war schon mit der Seilwinde 3,5 Tonnen am Ziehen, wie so ein Gecken. Ich denke auf einmal, was vibriert hier oben im Boden und was hat unsere Winde geschafft, den kompletten Baum mit Wurzeln rauszuziehen. Der Schnitt ist ganz, der Baum liegt, ein bisschen gefährlich die Sache wieder, aber das kennen wir ja. So Freunde, er hat jetzt die Winde angezogen. Jetzt kommt der Baum an. Lange, lange Pappel von dem Wall runter. Funktioniert super, die Winde, kann man nur empfehlen. Muss sich jeder kaufen, auch wenn er sie nicht braucht. Tolle Sache. Wir sind zu stark bis in den Fendt rein. Super. So Freunde, wir sind wieder vom Sägen zurück. Winde hat heute schon gute Arbeit geleistet. 3 Bäume haben wir umgezogen. Vergesst auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.